So, grüß dich. Ja, jetzt ist es mal soweit und zwar haben wir den 2 Liter TFSI fertig, den BWA Motor, was wir schon im letzten Video erwähnt hatten. Und wir haben das Fahrzeug jetzt fertig abgestimmt. An dem Fahrzeug ist wie gesagt alles original, außer Turbolader natürlich. Ne? Der Turbolader ist von Andy gecharged. Und wir haben bei dem Fahrzeug mal was probiert. Und zwar folgendes. Das ist ein K04 Lader, ein Upgrade, aber mit halt passenden Turbinen, so wie sich das halt eigentlich gehört, dass ja nichts anfängt zu stopfen. Und bei dem Fahrzeug ist keine Verdichtung reduziert, keine Bläue, gar nichts gemacht an dem Auto. Wir wollten einfach mal testen, was mit Upgrade Lader möglich ist. Und gemacht ist, glaube ich, noch Hochdruckpumpe und Ladeluftkühler. Ja. Also nicht, glaube ich, klar ist Hochdruckpumpe gemacht, R4 Ventil und ja, ansonsten eine ganz originale BWA, man kann nicht mehr reden. Es war mal, wie gesagt, ein kleines Projekt, es wurde mit dem Kunde besprochen, wir wollten schauen, dass wir 430 PS auf dem Originalmotor fahren können. Ja, viele werden jetzt wieder sagen, hält nie, kann nicht halten. Wir wissen schon, was wir machen. Gleich mal im Vorab, bevor jetzt wieder irgendwelche dummen Kommentare da unten drunter kommen. Wenn die ganzen Proportionen passen, ist das alles möglich. Verbaut haben wir hier jetzt, wie gesagt, den Turbolader von gecharged, mit dem ich auch die Abstimmung vorgenommen habe. Und verbaut sind noch neue RS3 Ventile, Einspritzventile. Und also, ich sage mal so, wir haben gleich mal beim ersten Pfeil ein bisschen übertrieben. Und ja, vielleicht mal gehen wir aufs Protokoll, dass wir mal schauen können. Und zwar, die erste Messung waren 430 PS und 663 Newtonmeter. Ne? Das ist wirklich zu viel für einen Originalmotor, ne? Das Drehmoment. Das ist klar. Dann haben wir das Ganze gleich mal massiv runtergenommen auf 100 Newtonmeter weniger. 416 PS und 564 Newton und so fährt das Fahrzeug jetzt. Wir kamen leider mit 407 PS und 525 Newtonmeter nicht an das Ziel, was wir wollten, mit den 430 PS haltend. Aber das liegt nicht am Motor oder an Verdichtung oder an sonst irgendwas. Es liegt einfach daran, dass die Abgasanlage zwar 89 mm ist, aber wahrscheinlich, also wir vermuten es, dass im Dämpfer zu viel Rückstau ist. Und dann ist das ganze Problem noch, das Fahrzeug hat einen Schalldämpfer, der nach unten geht, also wie Diesel. Ne? Ist auch sehr leise, das Auto. Die Abgasanlage haben wir nicht gebaut. Wir werden heute vielleicht mal noch Abgasgegendruck messen. Erstmal schauen, wie wir es schaffen. Und dadurch, dass es nach unten geht, jetzt blasen wir volles Ballett nach unten. Also das Auto faucht auch wie die Hölle. Ein Fauchen bei einem Auspuff bedeutet immer, dass irgendwo irgendwas zu eng ist. Ne? Er hat auch noch Cuts drin. Ich weiß aber jetzt wirklich nicht genau welche. Ne? Das müssten wir schauen. Das weiß ich nicht genau. Aber das ist eigentlich das Hauptproblem, dass wir im Abgasstrang ein Stopfen haben. Somit bleiben die alten Abgase im Motor. Und wenn man jetzt den vierten, fünften, sechsten Gang durchzieht, kommen ja immer mehr Abgase dazu. Und dann hat man halt das Problem, dass die Ventile, wie soll ich sagen, nicht mehr schließen. Ne? Weil man halt auch zu viele Abgase im Brennraum hat. Dann keine ordentliche Verbrennung mehr, dann Zündaussetzer. Deshalb muss man so weit runtergehen auf 407 PS und 520 Newtonmeter. Aber das Auto geht trotzdem völlig krank. Also dafür, dass es jetzt an dem Motor nichts gemacht ist, ist es echt übel. Das Fahrzeug wurde auch vom Enno getestet. Autobahn, ich glaube bei 290 oder so, habe ich einfach aufgehört, weil mir wird dann auch Angst in solchen Autos. Ich war halt auch älter. Ne? Und ja, so ist es halt leider. Ich weiß es nicht, was wir mal, wie wir jetzt was machen und was zeigen das, können. Was ist das jetzt für ein Motor? Das ist ein 2 Liter TFSI, ein BWA Motor. Mhm. Jeder kennt das. 2 Liter GDI Motor im Grunde genommen, der 200 PS Original. Der Kunde hatte schon das alles umgebaut auf Schubumluft. Ne, auf K04 Technik im Grunde genommen. Und wir haben jetzt bloß noch mal den Lader in die RS3 Düsen gesteckt. Auf jeden Fall ist es ein sehr geiles Auto. Ist verdammt schnell, das Teil.
Also gefühlt geht das Auto richtig vorwärts. Wir werden jetzt, Kunde kommt dann glaube ich gleich, wir werden mit ihm dann noch besprechen, ob wir jetzt Bläuel und Verdichtungsreduzierung machen oder erstmal das Problem in der Abgasanlage suchen und gucken, wie weit wir noch kommen. Ne? Ich bin jetzt mit dem Auto glaube ich schon 200 Kilometer alles was geht gefahren und bis jetzt alles noch tippitoppi. Heute haben wir noch mal Kerzen kontrolliert. Ast rein, so wie es aussehen soll. Wir haben eine Zündwinkelrücknahme im sechsten Gang bei Volllast von ca. 2 Grad. Ich glaube, 3 Grad, Entschuldigung, auf manchen Zylindern. Aber das ist halt völlig im Rahmen. Wir müssen halt auch dazu sagen, dass das hier eine Abstimmung mit 98 Oktan ist. Ne? Und auf jeden Fall geht das schon ordentlich vorwärts. Ist schon völlig krank, dass sowas machbar ist. Aber das liegt halt immer am, Entschuldigung, dass ich es jetzt wieder sage, liegt am Turbolader und an der Abstimmung. Das ist das A und O. Leider fahren wir jetzt hinten aus bloß eine Zündung von maximal 11 Grad. Die ist halt meines Erachtens sehr wichtig, sehr wenig. Aber das liegt halt dran, weil wir nicht mehr zusammenkriegen wegen dem Abgasstrang, weil das Abgas einfach nicht weg kann. Und wenn wir das noch gelöst haben, das Problem, dann wird es auf jeden Fall wieder ein Video von dem Auto geben. Der Lader ist jetzt angetaktet mit 55%. Mehr muss ich euch jetzt dazu, glaube ich, nicht erklären. Ich denke mal, machbar mit dem Lader und einer freien Abgasanlage. Ich sag mal rohfrei. Werden wir hier, denke ich, locker bei 450 PS landen und halten das 600 Newtonmeter Minimum. Ja. Ja, das Fahrzeug, achso, das hat ein DSG, das Fahrzeug, deshalb auch das Drehmoment. Und auf jeden Fall eine geile Karre. Danke nochmal an Kevin fürs zur Verfügung stellen und für dein Vertrauen. Ne? Und jo, dann würde ich sagen, baller mal einfach mal eine Runde. Jupp. Die ganze Sache hier fährt sich halt auch wie ein originales Auto, wie es halt gehört. Die Ansaugung finde ich echt geil. Ich weiß jetzt gar nicht, ob die mit TÜV ist, da müssen wir dann echt noch mal schauen, ob die. Also die Ansaugung, die ist echt fett. Die ist richtig fett, die klingt richtig gut. Gefällt mir wie Sau. Musste da jetzt am DSG irgendwas eingestellt werden noch oder ja, programmiert werden? Am DSG oder? Haben wir noch die Schaltzeiten geändert und ein kleines bisschen den Kupplungsdruck erhöht. Klingt jetzt doof, erhöht. Im Endeffekt ist es ja eine Berechnung. Ne? Wir haben das halt Kupplungsdruck, Sollmoment etc. alles so programmiert, dass der zur Not auch 14 bar macht, dass die Kupplung nicht rutscht. Ist ja aber jetzt bei den 520 Newtonmeter eigentlich noch nicht notwendig. Ne? Bei 670, alles was über 600 ist, da müssen wir halt den Kupplungsdruck erhöhen bzw. das so programmieren, dass es ordentlich funktioniert. Ne? Achso, du hattest noch die Frage zur Haltbarkeit gestellt. Haltbarkeit ist von dem Getriebe, ja, wie soll ich das sagen? Ich sage mal, bis jetzt hatten die einfach erfahrungsmäßig bis 6, 7, 800 Newtonmeter keine Probleme mit dem Getriebe. Mhm. Einfach nur von der Erfahrung. Das hängt auch immer vom Bediener ab. Es ist so dumm, wie es klingt, es ist so. Mhm. Und das ist halt, die ganzen Autos hängen alle vom Bediener ab. Ja, man kann halt nicht mit so einem Auto bergnein, Rückenwind und Heimweh, ich muss jetzt hier den Tacho sich überschlagen lassen und muss hier 10 Minuten alles was geht Vollgas fahren. Das Fahrzeug hat zwar einen Bauteileschutz programmiert, wenn er so heiß wird, geht er in Lambda-Bauteileschutz und Lambda-Bauteileschutz, Entschuldigung, heißt fettet an wie blöde, dass er kälter wird, aber irgendwo sind da auch Grenzen. Ne? Alles bitte mit Kopf fahren und dann gibt es eigentlich gar keine Probleme. So. Und ja, jetzt habe ich schon wieder so viel gequasselt, dass ich vom Thema abgekommen bin. Originale Karre, ne? Mhm. Ist geil, ne? Hörst du das wieder faucht? Ja, ja. An der Turbo hat geil abgeblasen. Ja, das ist. Turbogeil-Akkuplan, das ist das offene, sag mal, der offene Lüfter. Klang aber geil.
ja gesehen, wie schnell man ja auf 240 ist. Ich rede jetzt von einem Golf 5 GTI, ne? Also das Auto geht völlig abartig. Ja. Ist auf jeden Fall eine geile Geschichte, oder was sagst du, Kameramann? Ja. Ja, das Auto hört halt nicht mehr auf zu drehen. Ja. Wie gesagt, wir werden jetzt hoffentlich die Kolben und die Verdichtungsreduzierung machen, beziehungsweise vorher das Prüfen mit dem Auspuff. Vielleicht liegt es ja auch noch gerade da dran. Und dann werden wir hier, denke ich, locker die 430 knacken. Wenn ihr solche Autos habt, Golf 5 GTI, Golf 6 GTI. Übrigens, Golf 6 GTI kommt noch ein geiles Video von meiner Frau. Das Auto. Musst du mit dran denken, bitte. Ne, haben wir einen extra Upgrade-Lader entwickelt mit Kugellagerung. Ein IAI, aber dazu später. Ja. Auf jeden Fall das hier, wenn ihr sowas habt. Golf 5 GTI, Golf 6 GTI. Ach, das ist wieder genauso ein Thema wie mit MES7. Da können wir euch schon richtig krass helfen und auch fast alles veranstalten mit dem Steuergerät, wie in Freiburg, oh, 1, 2, 3, freiprogrammierbar ist. Ne? Das ist einfach nur mal so der kleine Abklatsch. Ihr könnt bei uns alles bekommen. Ne? Ab jetzt normales Steuergerät, der EMU Black. Abstimmung ist kein Thema, dafür haben wir Speedmakers, also Mütze, da das dann bei uns macht. Ne? Und was wir jetzt nicht abstimmen, ist FEMS oder etc., weil es einfach zu lang dauert, sich dort rein zu denken. Wir machen einfach das, was wir können am besten und nicht wie jeder es kann, er kann alles, das geht nicht. Ne? Es gibt halt bloß ein paar Spezialgebiete und das bieten wir halt gern an und da sind wir auch wirklich, würde ich schon behaupten, sehr, sehr gut drin. Wenn ihr Upgrade-Lader haben wollt, was Golf 5 betrifft, Golf 6 GTI, dann ruft uns gern vorher an. Die Turbolader beziehe ich über Andy Gecharged. Er macht nur mit Händler, weil er ist halt auch nicht so riesengroß und kann nicht die ganze Masse bedienen. Ich kann euch nur sagen, ich bin mit dem Upgrade-Lader absolut oberhammer zufrieden und ich mache es echt schon sehr lang. Ich will ja kein Verkaufsgespräch führen, sondern einfach die Funktionsweise, wie die Turbolader zu funktionieren haben. Das ist wichtig. Ne? Es gibt noch mehrere Hersteller, die sind bestimmt auch nicht schlecht, will da gar nicht drüber reden. Ich bin von der Turbolader-Sache überzeugt und habe dabei gute Beratung. Und wenn ihr die Fahrzeuge dann gleich noch bei uns abstimmen lasst, dann bekommt ihr auch das, was euch versprochen wurde. Ihr könnt da auch gern vor Ort sein, dass man euch dann nicht... Nicht, dass er jetzt hier verarscht oder irgendwas, wie gesagt, ne, im anderen Video werdet ihr ja sehen, dass wir das jetzt auch öfters live machen werden, ne, Prüfstand, oder? Mhm. Ne? Und auf jeden Fall wird das noch eine coole Geschichte. Wenn ihr da Fragen habt, schreibt uns an über E-Mail etc. Wie gesagt, die WhatsApp werden wir jetzt mal noch einblenden, ne? Dass das gleich alles per WhatsApp ankommt. Bitte nicht so viel anrufen und es geht an einem verloren, wenn ihr WhatsApp schreibt und bitte nur ernst gemeintes Interesse. Das wäre mir ganz, ganz nett. Ganz, ganz lieb, Entschuldigung. Ja, ich hoffe auf euer Feedback bei dem Auto. Und würde sagen, ich hoffe, das ist mal wieder ein cooles Video. Manchmal ist es halt vielleicht auch ein bisschen langweilig, aber wir wollen euch halt auch viel erklären dazu, was viel geht, was nicht machbar ist. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder irgendwas habt, was ihr mal probieren wollt, na klar, kostenlos können wir alle nichts machen, das ist logisch. Wir sagen euch dann schon, ob das möglich ist oder nicht. Ne? Aber bei solchen Umbauten hier brauchen wir nicht anzukommen mit 1000 Euro in der Tasche. Das funktioniert nicht. Ne? Nur so. Auf jeden Fall bedanke ich euch auch schon mal für die Resonanz von den anderen Videos. Und dann würde ich sagen, macht's gut, Jungs. Und Mädels. Und Mädels. Und bald kommt noch richtig. Ach, das habe ich ganz vergessen. Ich habe schon wieder so viel im Kopf. So viel gelabert. Was jetzt auf jeden Fall noch kommt, ein krasses Teil. Audi TT, TDAS, Entschuldigung. Wir werden bei dem Fahrzeug noch viel, viel dazu erzählen, aber der Plan war eigentlich, die 700 PS zu knacken mit einem originalen TDAS-Lader. Also den nur bearbeitet, von Gecharged natürlich wieder. Aber wir werden sehen, ob wir das schaffen. So, jetzt gut mit Labern, tschüss, bis später. Ciao.